Alexej Brodovic ist einer der großen Pioniere der modernen Grafik. Seine Erfindungen im Zusammenspiel von Schrift und Fotografie sind wegweisend. Seine Entdeckungen im Bereich des Layouts haben Einfluss bis in die Gegenwart. Das Museum für Gestaltung Zürich zeigt mit über 250 Arbeiten das gesamte grafische Schaffen von Brodovic, das in diesem Umfang noch nie gezeigt wurde. Brodovic macht sich in Paris ab 1925 einen internationalen Namen als Magazin-, Plakat- und Buchgestalter und emigriert anschließend in die USA, um in Philadelphia zeitgenössisches europäisches Graphic Design zu unterrichten. Hier gründet er die legendäre Meisterklasse Design Laboratory, welche dank der konstanten Forderung nach Innovation viele herausragende Gestalterinnen und Gestalter hervorbringt. Ab 34 verantwortet er dann als Art Director die Gestaltung des Modemagazins Harper's Bazaar. Es gelingen ihm unzählige Erfindungen im Layout. Fotografie, Grafik und Typografie verschmelzen zu einem dynamischen, visuellen Dialog von inhaltlicher Tiefe und ungeahnter Schönheit. 1944 tritt Richard Avedon in das Design Laboratory ein und es kommt schon bald zu einer regen Zusammenarbeit. Gemeinsam entwickeln die beiden eigenständige Bildgeschichten, welche die avantgardistischen Ideen der europäischen Moderne in den Alltag der amerikanischen Konsumkultur überführen. Die Ausstellung im Museum für Gestaltung Zürich zeigt das Werk von Alexej Brodovic in seiner ganzen Breite. Und sie beweist, dass die Wirkungskraft und der Einfluss von Brodovic auf die Grafik der Gegenwart von höchster Bedeutung sind.